Super, jetzt können wir Wasser in zwei Richtungen pumpen. Und das werden wir auch tun. Wir bekommen die Wasserstation sowie 500 Erfahrung und 4500 Belohnung. Na Mensch, so. Das bringt uns hier auf 25%. Und jetzt glotzen wir mal. Jetzt glotzen wir mal. Hier. Wir haben eine neue Aufgabe. Beseitigung von Verschmutzungen. Das ist natürlich wieder... Und damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner, der Off-Wheel Truck Simulator auf dem PC Folge 864. Yep, so, wir haben aufgeladen und jetzt geht es wieder darum, hier rauszukommen. Jetzt machen wir es sogar noch besser hier. Diesmal mit H, gucken wir mal. Quer rüber, ich will natürlich das schlechte Terrain jetzt mitnehmen. Okay, H ist definitiv besser als L hier in dem Ding. Guck dir das an. Der macht aber keine Anstalten hier, der macht... Ich meine, ja, man verbraucht einen Haufen Sprit, aber mein Gott, der Tank ist ja auch entsprechend groß. Wahnsinn. So. So, es ging ja dann doch recht schnell. Ah, und hier kann man sogar auch rumfahren, theoretisch. Ja, das ist natürlich sinnvoll mit diesem fetten Anhänger. Ach, da kann man auch sogar rausfahren. Ach, guck mal. Ja, naja. Kann man auch rumfahren. Hier ist auch noch Wasserturm. Naja. Ja, das machen wir, glaube ich, sogar. Warum nicht? So, ich würde gerne entladen. Dann würde ich gerne bauen. Dann würde ich gerne verladen. So. Und dann fahren wir zurück und das war's mit dem Auftrag. Bisschen durchs Wasser, nochmal ein bisschen hier die Extreme testen und so. Das mögen ja viele Trucks so gar nicht. Schon krass, wenn du die so von vorne hier so ankommen siehst, ey, ist das ein mächtiger Brocken. Ja, und hier haben wir Tatsache nochmal ein Wasserturm.
viele Upgrades haben wir eigentlich gefunden? 2 von 4. Okay, und einer davon ist natürlich, wir haben ja noch nicht den besten Motor in dem Ding. Kommt der dazu, Alter? Der macht hier, der räumt hier schon alles auf, ja? Der beste Motor ist einfach nicht drin. Aber dann ist ja der Verbrauch wahrscheinlich auch wieder ein bisschen noch höher. Aber dann kommt der wahrscheinlich auch überall durch. Naja, Mensch. Können wir dann ja mal beobachten. Jetzt sind wir ja hier so gerade mal bei 6 Liter, wenn wir hier auf der normalen Straße fahren. Das ist halt... Aber gut, 6 Liter pro Minute ist natürlich immer noch eine Menge, aber ja, gut. Im Vergleich zu manch anderem Truck geht's. Heute bin ich auf jeden Fall wieder ein bisschen müder, muss ich sagen. Naja. Machst du nichts. So, das ist es doch schon. Super, jetzt können wir Wasser in 2 Richtungen pumpen. Und das werden wir auch tun. Wir bekommen die Wasserstation sowie 500 Erfahrung und 4500 Belohnung. Na Mensch, so. Das bringt uns hier auf 25%. Und jetzt glotzen wir mal. Jetzt glotzen wir mal. Hier. Wir haben eine neue Aufgabe. Beseitigung von Verschmutzungen. Das ist natürlich wieder... Das ist natürlich wieder genau am anderen Arsch der Welt. Hm. Ja, und dann müssen wir auch noch 5 Container sichern. Ja, dauert lange. Ist eine große Sache. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht. Bringt halt auch viel Geld, aber es ist halt gerade nicht das, was wichtig ist hier. Ne? Sag ich mal ehrlich. Deswegen würde ich vielleicht doch eher sagen... Machen wir erstmal was anderes. Aber das ist ja auch alles da hinten. Da müssten wir dann auch Wasser hinbringen. So, ja gut. Also, ...6400 Wasser. Was ist denn das? Okay, dank dir kommen wir Schritt für Schritt voran. Doch zum Feiern ist es noch zu früh. Dieser Bahnhof ist der wichtigste Knotenpunkt der lokalen Wirtschaft. Wir müssen verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Alter, Stickdrift, geh mir nicht auf den Sack. Ich will das mal sowieso kennenlernen. Das heißt, wir machen das jetzt mal einfach. Wir starten den Kram. Gibt ja auch 23.000 Belohnung und ein globales Ziel. So, genau. Eines von 3 Zielen wäre es dann schon erledigt. Das ist ja schon mal nicht schlecht an sich. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel Wasser so ein Anhänger nimmt. Aber wir werden es dann ja sehen. Jetzt können wir doch glatt mal dann gucken hier. Kein Ziel ausgewählt. Hm, okay. Ja, ja, ja.
So. Sind wir erst bei der Halbzeit hier. Es dämmert wieder. Ab zur Werkstatt. Ich will dann nochmal gucken, ob man mit dem Auspuff was machen kann. Wenn nicht, dann ist halt so, aber ein bisschen nervt schon. So. Ja, die Töne sollte man dann schon treffen. Yeah. Fahren Sie nach vorne. Wir brauchen den Wassertank. Ja, das könnte natürlich jetzt auch ein Problem werden. Geht mit dem wahrscheinlich nicht. Wenn das so einer ist, wo man eine niedrige Kupplung verbraucht, dann wird das nichts. Dann muss das... Ja, welcher denn? Der Tiger muss das dann machen. Der Zix kann es ja auch nicht. Das wäre blöd. Aber was will man machen? Was will man machen? Lalalalalalala. So. Welcome to Albany. Albany River oder irgendwie so. Und da sind Vögel. Und das ist ein klitzekleines Örtchen. Kanada. Ja, mal gespannt, ob das jetzt klappt. Sonst muss ich den... Ah ne, da steht ja unser... Unser Tiger steht ja da. Natürlich mitten im Weg. Das wird jetzt... Ja, ich will dazu jetzt keine Kommentare hören, bitte. Das ist, ja, naja, ne? So, ist ja schön. Ja, gut. Aber dann... Den wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah,
Der hat nur 2000 Liter. War hier nicht irgendwo ein... Ja, der steht schon da, aber das ist... Das wäre jetzt halt doof, so. 2000, das heißt, ich müsste pro Tour jetzt viermal fahren. Wenn ich nur 2000 Liter hier jetzt tanken kann. Das ist ja hoffentlich nicht euer Ernst, ne? So, als erstes wollte ich jetzt nochmal ganz kurz glotzen hier. Machen. Gibt es eigentlich hier noch irgendwas, was ich nicht kenne oder so? Ist ja hier noch was Neues hinzugekommen? Ah ja, siehst du, der... Das ist ja der. Derry. Schön. Den habe ich jetzt scheinbar irgendwo noch. Ach ja, da kommen ja wieder Sachen auf. Ja, alles scheiße. Pacific ganz geil. International Pacer, boah, ja, der Royal. Den habe ich doch aber gar nicht mehr. Der 49X, gut, der Twin Steer. Den kann ich immer noch nicht fahren, der ist ja auch, naja. Azov natürlich, die ganzen Geschichten hier, ist natürlich super. Der Boar, der war nicht so geil, leider. Hier gibt es ja auch nochmal einen neuen. Okay. Gore by 4. Kann. Kirovets. Ja, die ganzen Trecker hier. Das ist natürlich... Den haben wir auch noch gar nicht freigeschaltet, den geilen. Da sind wir noch nicht so weit gekommen auf der Phase. Der Bandit, der war nicht so geil. Step war okay. Das sind alles DLC-Geschichten. Mhm, Tatra kenne ich ja. Der Tiger. Der Warthog, der war okay sogar. Boah, es gibt mittlerweile schon ganz schön viel hier. Warren, Six natürlich. Ah, das ist noch ein anderer. Six 566A. Aber wieder woanders. Der Six 605 natürlich. Und das ist dann hier wieder DLC Jeep Renegade. Ah, ist ja lustig. Land Rover. Ganz geil aus. Das ist ja alles gesperrt hier, DLC. Yo, Alter, Western Star. Seit wann gibt's die denn? Alles DLC hier. Western Star Pack oder was? Digga, wie viele Achsen der hat. Ist klar. Und der Six. Yo, Alter, okay. Der ist wiederum auch wieder sehr interessant. Ein Six 612H. 500 Tankvolumen. 61 Zoll Schlammreifen. Wo kriege ich den her? Das ist ein DLC und ist gesperrt. Also muss das ja... Ja, muss... Ist es ein Kaufding? Weiterentwicklung des Zig 605R. Ist doch aber... Ah ja, hier, siehst du, DLC-Inhalt... Von dem Mastodon DLC. Ich bin da definitiv raus, muss ich sagen.
Da gibt es aber scheinbar eine ganze Menge DLCs. Der ZIG 605R. Okay, ja, und das ist die Weiterentwicklung davon. Ah ja, alles klar. Ich meine, warum nicht? Ja, kann man ja mal machen und so, ne? Also. Gut, aber letzten Endes scheint es ja dann so, dass das Ganze nur so geht. Beziehungsweise ich wollte nochmal gucken hier, wenn ich jetzt nochmal den Truck wechsle. Ob der hier zufällig irgendwie... Ja, Tatsache. Ja, genau. Der schwere Wassertank auf Flieger. Naja, okay. Ja, dann hat sich's ja wieder geklärt. Der kann 3700 tragen. Müssen wir schon mal nur noch... Digga. Ja, müssen wir nämlich nur zweimal fahren schon. Der ist voll? Ja. Na, dann los. Ich weiß es halt, wie gesagt, leider nicht, wie viel die jeweils tragen können. Aber ich meine, der Wasserturm da, der ist ja ganz gut gelegen eigentlich. Da können wir nämlich hier den Bogen rumfahren. Und sammeln hier einfach mal Wasser auf, würde ich sagen. Dann haben wir eine ganze Strecke vor uns, würde ich sagen. Naja, dann müssen wir hier rein und dann ist ein bisschen, ja, das angesagt. Plus hier wird nicht so schön. Das Ganze viermal, beziehungsweise, ja, Wasserboom 3 wäre dann natürlich nochmal eine Stelle. Da müsste man sich dann vielleicht überlegen, ob wir den dann vielleicht erstmal reparieren wollen. Wobei auch das jetzt nicht unbedingt ein schöner Weg ist. Aber vielleicht kürzer und dann muss ich aber mit Sprit dahin bringen und so. Hm, ja, okay, ja, ja, okay. Ja. Ich würde sagen, wir fangen in der nächsten Folge damit an, den Weg hier auf uns zu nehmen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.